Wir nehmen diese beiden. Sie zeigen den Stil von Sonjas Kollektion am besten. Und schöne Grüße an den Stylisten. Keine Dramatik, schlichte Eleganz. Und das meine ich im Ernst. Du darfst dem Stylisten seinen Job erklären? Ja, er wird mich ewig dafür hassen, aber wenn er nicht das macht, was ich sage, dann fliegt er eben raus. Das ist völlig überbewertet. Je höher man kommt, umso dünner wird die Luft. Freundschaften muss man sich leisten können. Komm ich irgendwie ungelegen? Sorry, aber ich muss morgen bei der Pressekonferenz die Eröffnungsrede halten und ich habe mir den Text noch nicht mal ansatzweise angeschaut. Ich wollte dich nur kurz was fragen. Weißt du zufällig, wann Marlene wieder kommt? Wie kommst du darauf, dass gerade ich das weiß? Weil du ihr engster Sozialkontakt bist, auch Freundin genannt. Oder hast du sie mit deinem Kasernenton auch schon in die Flucht geschlagen? Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Sie meldet sich bei mir in der Regel nicht ab. Willkommen in meiner Welt. Ich habe diese bescheuerte Affäre mit Christian angehängt, okay, aber ist das ein Grund, meine Anrufe zu ignorieren und einfach abzuhauen? Offensichtlich möchte sie gerade mit niemandem reden. Akzeptier das. Ja, viel Glück bei deiner Pressekonferenz. Ich respektiere meinen Chef. Er ist mir gegenüber weisungsberechtigt. Und das ist gut so. Mama? Ich denke erst nach, bevor ich spreche. Oh. Oh. Marlene, hast du mich erschreckt? Ich wusste gar nicht, dass du heute schon wiederkommst. Ja, vielleicht solltest du dir auch mal ein paar Tage Urlaub gönnen, wenn du dir schon so einen Kram reinziehen musst. Naja, es soll ja helfen. Ich glaube, ich bin Ansgar gegenüber manchmal ein bisschen zu dominant. Gut siehst du aus. Hast du dich erholt? Ja, auch, aber vor allem habe ich viel nachgedacht. Du bist wegen Tristan weggefahren. Auch, aber eigentlich wegen mir. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich wirklich will. Ja, das kenne ich. Du hast nie an dir und Papa gezweifelt. Egal, was zwischen Ansgar und dir war, du wusstest immer, dass du Papa liebst, dass du ihn willst. Ja, aber das ist die Geschichte von mir und deinem Vater. Du hast deine eigene. Und wenn du mich fragst, zweifeln ist was Gutes. Weil es bedeutet, dass sich was bewegt. Ja, allerdings. Du hast deine Entscheidung getroffen. Ja. Und ich bin mir sicher, dass es die richtige ist. Schon gesehen? Nein, ich wollte zuerst zu dir. Wie geht's dir? Gut. Gut. Weißt du, das bisschen Abstand, das war jetzt genau das Richtige. Mir ist sehr viel klar geworden. Das, was da zwischen uns passiert ist. Ich habe sowas vorher noch nie erlebt. Bist du deswegen hier? Weißt du, ich habe die ganze Zeit nach den richtigen Worten gesucht. Sag's einfach. Ich fühle nicht so wie du. Heißt? Ich liebe Tristan. Es tut mir so leid.
Lass mich mal. Bist du deswegen zurückgekommen, um mir die Krawatte zu binden? Ich kann noch nicht mit ansehen, wie du dich mit diesem Ding vor lauter Wut noch selbst strangulierst. Nochmal. Wieso? Weil es so schön war? Weil du dann nicht wieder wegläufst. Zumindest nicht, bis du mit der Krawatte fertig bist. Glaub mir, ich lauf nie wieder weg. Um die Kleider kümmere ich mich schnell. Bitte sorgen Sie dafür, dass diese Änderungen in meine Ansprache eingearbeitet werden. Warum so schlechte Laune? Darum. Liebeskummer. Sehe ich so aus? Ja. Mist. Wenn Sie wieder können, Frau von Anstetten möchte mit Ihnen noch einmal den Ablauf besprechen. Es geht schon, ist nur ein kleiner Schnitt. Vielleicht ist die Wunde ja doch tiefer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Präsentation unserer Herbst-Winter-Kollektion 2012 möchte ich Sie im Namen von Linie Clarisse Lahnstein und natürlich Lahnstein Enterprises ganz herzlich willkommen heißen. Statt meiner sollte unsere geschätzte Chefdesignerin Sonja Jäger hier stehen. Wir alle vermissen Sonja, die maßgeblich für die ursprüngliche Vision dieser Kollektion verantwortlich ist. Aufgrund der tragischen Umstände haben wir unsere Kollektion neu benannt. Hope bei Sonja Jäger. Natürlich hoffen wir alle noch, dass ein Wunder geschieht und Frau Jäger wieder aus dem Koma erwacht. Vielen Dank, aber der Applaus gebührt eigentlich Rebecca von Lahnstein und ihrem Team. Sie haben in den letzten Wochen unermüdlich an dieser neuen Kollektion gearbeitet. Ja, wie Clarissa von Anstetten bereits erwähnte, wollen wir mit dem Namen Hope maßgeblich Sonja Jäger Tribut zollen. Aber es soll auch das Gefühl der Kollektion widerspiegeln. Auch bei dieser Kollektion sind uns klare Linien sehr wichtig. Allerdings ist sie im Gegensatz zu unserer Frühjahr-Sommer-Kollektion farbenfroh. Dass Sie gekommen sind und wir laden Sie jetzt herzlich an unser Buffet ein. Rebecca, wie war die Präsentation? Ganz okay.
Larissa hat vor der Presse ein emotionales Feuerwerk abgefackelt und beim Erwähnen von Sonjas Namen sich fast ein Tränchen rausgedrückt. Alle waren begeistert, haben geklatscht. Yippie. Lass mich raten, der Stylist hat Mist gebaut und muss sich einen neuen Job suchen. Nein. Zufrieden? Wenn du mich so direkt fragst, ja. Sehr sogar. Und ich gebe dir mal einen Tipp. Lass öfter mal den Feldwebel zu Hause, dann klappt's auch bei dir wieder mit der Liebe. Bitte? So griesgrämig, wie du aus der Wäsche guckst, da traut sich ja kein Mensch an dich ran. Richtig strahlen tut man so und das Geheimnis nennt man Liebe. Genauer gesagt, Marlene. Toll. War's das? Nein, noch nicht ganz. Und wir haben uns versöhnt. Komm doch mit hoch und wir stoßen darauf an. Auf das Ende der Eifersucht, auf deine Pressekonferenz und auf die Liebe. Was sagst du? Danke. Kein Bedarf. Rebecca, wenn du Probleme hast, dann kannst du mit uns reden. Du besprichst doch sonst alles mit Marlene. Vergiss es, ich habe ihr nichts mehr zu sagen. Habt ihr euch gestritten? Jetzt sag schon, was ist mit dir und Marlene? Das fragst du am besten meine kleine Schwester. Ihre schlechte Laune ist spektakulär und wie es aussieht, hat es sogar was mit dir zu tun. Also gut. Du gibst ja doch keine Ruhe. Du hattest recht. Die Pressekonferenz ist wirklich nicht so toll gelaufen. Jetzt auf einmal? Und deswegen bist du sauer auf Marlene? Ja, also... Das ist, weil ich einfach abgehauen bin, obwohl ich doch versprochen habe, Rebecca bei den Vorbereitungen zu helfen. Du? Ja, Kleinkram, weil ich doch Erfahrung mit der Presse habe. Rebecca, es tut mir leid. Schon gut. Ist hiermit das Verhör beendet oder willst du noch irgendwas wissen? Was hältst du denn von einem romantischen Candlelight-Dinner im Bett? Geht nicht. Wir stehen heute Abend auf der Gästeliste für Ménage à Trois. Nein, wir kommen wirklich in die Premiere rein? Wir kommen überall rein, wenn wir wollen. Also, ich muss auch gerade telefonieren und dann bin ich gleich für dich da. Justus, ist Rebecca noch unten? Nein. Sie ist in die Orangerie gegangen.